Der Weihnachtsmann oder Santa Claus, wie er im englischen Sprachraum oft genannt wird, ist das Symbol einer Tradition, die Jahrhunderte in die Vergangenheit reicht. Alle Jahre wieder so erzählt man sich, kommt dieser dicke Mann mit dem roten Mantel und seinen Rentieren von weit her und schafft es irgendwie an nur einem einzigen Tag Geschenke an viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt zu verteilen. Wie genau das funktionieren soll, weiß wahrscheinlich nur der Weihnachtsmann selbst und natürlich die Person, die sich diese Geschichte ausgedacht hat. Aber wer war das überhaupt? Sehr, sehr viele Menschen glauben, dass der Weihnachtsmann eine Erfindung von Coca-Cola ist, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das US-Unternehmen hat zwar dafür gesorgt, dass er auf der ganzen Welt bekannt und vermarktet wurde. Erfunden haben sie den Weihnachtsmann jedoch nicht. Seine Entstehung geht nämlich auf den heiligen Nikolaus zurück. Dieser soll wahre Wunder bewirkt haben. Er besänftigte Stürme, brachte Tote zurück ins Leben und soll einmal Weihnachtsgoldstücke in das Haus einer armen Familie geworfen haben, damit die Mädchen sich nicht prostituieren mussten, um die Familie zu ernähren. Diese letzte Geschichte führte dazu, dass der Nikolaus als selbstloser Helfer bekannt wurde, der Weihnachtskinder beschenkt. Dann kam aber die Reformation und Luther mahnte gegen die Verehrung von Heiligen. Seiner Meinung nach lenkte das zu sehr vom eigentlichen Glauben ab. Deshalb führte er etwa 1530 den heiligen Christ als Geschenkebringer ein, der nun nicht mehr am 6.12., sondern am Weihnachtsfest kam. Dieser heilige Christ wurde schnell zum Christkind. Mit der Zeit wuchs der Brauch des Schenkens immer mehr an. Und das Weihnachtsfest wurde zur Erziehungsmaßnahme. Wer sich benimmt, bekommt Geschenke, ansonsten wird man mit der Rute bestraft. Diese Rute stammt aber wiederum von Knecht Ruprecht, dem Begleiter des heiligen Nikolaus. Und so vermischte sich die Vorstellung von Christkind und Nikolaus immer mehr zu einer Person, dem Weihnachtsmann. Am Anfang wurde dieser noch mit der Kleidung eines Bischofs dargestellt, doch das änderte sich spätestens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das kirchliche Gewand wich dem roten Mantel und der Zipfelmütze. 1931 war die Welt aber eine ganz andere als zu der Zeit, als die Legenden entstanden waren. Es war eine Zeit des steigenden Wohlstands und während früher nur geschenkt wurde, um anderen das Überleben zu ermöglichen, wurde daraus das Schenken, um anderen eine Freude zu machen. Das erkannte auch Coca-Cola und verwendete den Weihnachtsmann in einer ganz bekannten Werbekampagne. Und auch wenn sie den Weihnachtsmann nicht erfunden haben, wurde er so zum Symbol für die konsumreichste Zeit des Jahres, auf die sich nicht nur Kinder, sondern besonders auch die Unternehmen freuen. Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und lass es mich in den Kommentaren wissen.